Chaoten gegen Skinheads, Studentin tot. Krawall endet tödlich. Göttinger Studentin auf Flucht vor Polizei überfahren. Und Göttingen tot bei Polizeieinsatz. So titelten die Zeitungen nach dem Tag, an dem Cornelia W. starb. Was ist da eigentlich passiert? Welche Rolle spielt die Polizei? Was für ein politisches Klima herrscht in Göttingen? In einer Stadt, in der Auseinandersetzungen zwischen Autonomen und Rechtsradikalen seit Jahren Alltag sind. Uli Karp ging diesen Fragen nach. Göttingen, 17. November. Eine junge Frau wird überfahren und stirbt auf der Straße. Kein gewöhnlicher Verkehrsunfall. Cornelia Wissmann war aus Angst vor mehreren Polizeitrupps, die sie und andere junge Leute eingekreist hatten, auf die Fahrbahn gelaufen. Ihre Freunde setzten ihr am Ort, an dem sie starb, ein Mahnmal. Ihre Freunde, das sind die sogenannten autonomen Linksradikale. Sie sind zahlreich in Göttingen und sie sagen, die Polizei habe Conny in den Tod getrieben. Tatsache ist, nach einer Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Skinheads wird eine Gruppe von Autonomen von mehreren Polizeitrupps verfolgt. Tatsache ist, dass Polizisten sich über Funksprechverkehr darauf verständigten, die Autonomen so wörtlich platt zu machen. Auf Demoplakaten die Drohung, ihr werdet teuer bezahlen. Szenenwechsel. Stark sind in Göttingen auch die Neonazis. Wenige Kilometer vor Göttingen in Mackenrode ein Schulungszentrum der neonazistischen FAP. Karl Polacek steuert aus dieser NATO-Draht-bewehrten Festung die Aktivitäten der Jungfaschisten, Wehrsportgruppen und Skins. In Göttingen selbst war bis vor kurzem die Burgschenke, Stützpunkt der Skins. Hier trafen sie sich unter schwarz-weiß-roter Flagge. Von hier zogen sie los, verprügelten Ausländer und Studenten, die wie Linke aussahen. Die Partei der Skins ist die FAP. Deren zweiter Kreisvorsitzender ist für viele Skins ein Held. Er hat versucht, einen Libanesen zu überfahren und ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. Wir sind eine nationale Partei. Wir sagen, wir sind stolz darauf, Deutsch zu sein. Mit allen Flecken und Schatten, die da auch sein mögen. Wir sind sozialistisch, wir sind eine Arbeiterpartei und in der Tradition stehend, tja, kann man eigentlich nichts sagen, wir sind eine junge Partei. Unsere Parteiaktivisten sind militant, in gewissem Sinne, wenn wir angegriffen werden, schlagen wir militant zurück, dort auch ohne Rücksicht auf Verluste, wir schützen uns selber. Und wie sieht das führende Parteimitglied das Verhältnis der Neonazis zur Polizei? Wir versuchen, soweit es geht, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, ihnen, wenn es geht, Straftäter zuzuführen. Das klappt teilweise gut. Wir stehen durchaus positiv zur Polizei, speziell zu zivilen Einsatzkommandos und Streifenkommandos. Aber es gibt natürlich auch Reibungen untereinander. Bei der Göttinger Polizei, so behaupten sogar Staatsanwälte, gäbe es starke Sympathien für die Rechten. Die Autonomen behaupten, Ausländer und andere vor Attacken der Skins zu schützen. Ist für Sie das Gleiche, ob da Skins agieren, ob da Autonome agieren, halten Sie sich da genau in der Mitte und neutral? Also wir sind es gewohnt, uns neutral, objektiv und sachlich in solchen Situationen zu verhalten. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass niemand Selbstjustiz übt, niemand hier Strafaktionen durchführt. Die Polizei hat bisher jeden Bürger schützen können. Es ist niemand verpflichtet und niemand aufgefordert, nun die Demokratie zu verteidigen. Dazu ist die Polizei in Göttingen jederzeit noch in der Lage. Das Jugendzentrum in Göttingen, die feste Burg der autonomen Szene. Drinnen darf man nicht drehen, Interviews werden nicht gegeben. Die Autonomen hier verstehen sich als militante Antifaschisten. Auch sie gehen keiner Auseinandersetzung aus dem Weg. Sie bekämpfen die Neonazis, die verhassten Bullen und überhaupt das ganze System. Im Gespräch oft empfindsame junge Leute, fixiert auf ein Feindbild. Demonstration am letzten Samstag. 20.000 Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik sind dem Aufruf gefolgt. Gewalt inbegriffen. Ein Gedenkmarsch für Conny, die, so heißt es, von Polizisten in den Tod getrieben wurde. Rache ist angesagt. Polizeimannschaften gehen in Stellung, die Konfrontation ist vorprogrammiert. Szenario für eine Straßenkampfübung. Eine Hundestaffel rückt vor. Aus dem Demonstrationszug erste Angriffe. Steine und Leuchtraketen. Autonome Einzelkämpfer an vorderster Front. Die Polizisten beginnen mit ihren Schlagstöcken rhythmisch auf die Schilder zu trommeln. Imponiergehabe. Schweres Gerät wird ins Gefecht geführt.
Schlagstocktrommeln gegen Leuchtgeschosse. Kampfrituale. Wasserwerfer rücken weiter vor. Modellsituation für Polizeistrategen, die das später in Unterrichtsstunden analysieren können. Thema Bekämpfung bürgerkriegsähnlicher Unruhen. Einen ersichtlichen Grund für die massiven Polizeipräsenz gibt es nicht. Am Abend stürzen Autonome einen Polizeiwagen um. Eine Hundertschaft eines Einsatzkommandos stürmt daraufhin das Jugendzentrum. Steine fliegen, Molotow-Cocktails, Polizisten werden verletzt. Polizisten knüppeln friedliche Demonstranten nieder. Der Tag endet in einer blutigen Konfrontation. Die Polizei behauptet später, die Hundertschaft habe versehentlich das Jugendzentrum gestürmt. Es kamen ungefähr 10 Polizeitransporter und die Polizisten sind ohne Vorwarnung auf uns zugestürmt. Es waren im Wesentlichen Frauen da. Ich habe mich gerade noch retten können. Ich habe mehrere Schläge mit Schlagstöcken auch abgekriegt und gesehen, wie andere Leute sich noch retten konnten. Der einzige Zweck dieser Menschengruppe war zu verhindern, dass es zu weiteren Schlägereien und dass es zu weiteren Auseinandersetzungen kommt. Welche Demonstranten waren das in diesem Zug? Kein Vermummter war in der Gruppe. Die Vermummten haben derweil Rache für Conny genommen. Ihr werdet teuer bezahlen, so haben sie vorher gesagt. Ist diese Rechnung beglichen? Mit 250.000 Mark Glasschaden, mit verletzten Polizisten, einigen blutig geschlagenen Demonstranten? Wollte die Polizei eine Rechnung mit den Autonomen begleichen, als sie angeblich versehentlich das Jugendzentrum stürmte? Selbsternannte Rächer und Kämpfer gegen die Staatsmacht auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Polizei mit festem Feindbild? Dass die Polizeiführung, nachdem sie gesagt hat, sie würde bestimmte Sachschäden tolerieren, nun zum Schluss dieser Demonstration noch mal beweisen wollte, dass es dann auf jeden Fall Krawall gäbe und Personenschäden zumindest mit in Kauf genommen hat. Am vergangenen Freitag wurden auf 3 von Studenten bewohnte Häuser Brandanschläge verübt. Keiner zweifelt daran, dass die Täter Skins oder Neonazis waren. Ein Jugendlicher aus der autonomen Szene wurde am vergangenen Sonntag niedergestochen. Vom Täter weiß man nur, dass er kurzgeschorene Haare hatte. In der Stadt geht die Angst um.